Willkommen zurück zu meinem Let's Play Pokémon Gelb. Und ja, ich würde sagen, wir fangen direkt an. Ich bin immer noch erkältet, ja. Wir brauchen Pokebälle, glaube ich. Deswegen, ich möchte mir gerne ein Pipi fangen. Wo ist denn der Markt? Da unten ist der Markt. Gehen wir hier unten lang. Ja, ne? Wie viel Geld haben wir überhaupt? 1800. Habe ich echt alle meine Pokebälle verballert? Nee, nicht Pokémon. Item, genau. Nee, ich habe 13 Pokebälle. Dann habe ich die wahrscheinlich schon eingekauft, kurz bevor ich in die Arena gegangen bin. Aber wir waren ja jetzt eigentlich noch gar nicht in der Arena, da ich ja nicht gespeichert habe danach. Und ja. Vielleicht finden wir hier schon Pipi, aber ich denke mal, das wird es nur in der Höhle geben. Ein Mankey. Ich finde, das Mankey sieht hier echt von den Farben her sehr gut aus. Mankey gegen Mankey. Beide Fußgegner. Man hat aber wesentlich mehr abgezogen, natürlich. War ja klar. So. Dann hoffentlich können wir den Dave noch ein bisschen leveln. Habitak. Jetzt bin ich schon wieder am Überlegen, ob wir Habitak haben, aber ich meine ja. Los, Mankey Dave. Ja, sehr schön, One-Hit. So, wo muss ich denn jetzt hier lang oder komme ich gar nicht? Hier oben lang? Ah, dann da konnten wir halt erst noch ein bisschen die Umgebung. Okay, da kommen wir nicht lang. Dann gehen wir halt hier lang. Oh, wer bist du? Gary, hi, Jolle. Du bist also immer noch unterwegs. Mir geht es bestens. Ich habe jede Menge neue starke Pokémon gefangen. Zeig mal, was du gefangen hast, Jolle. Jede Menge starke Pokémon, heißt bestimmt, dass er noch eins dazu hat oder so. Ich hab's gerade nicht gesehen. Ein Habitag. Oh! Ja. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Oh, sieht so komisch aus, ne? Ja, hör doch mal mit deinem Kackheuler auf, ey. Oh. Nein, das ist nicht so gut. Ja, das ist alles okay. Jetzt gucke ich mal noch, wie Tackle so ist. Oh, okay, dann bleibe ich bei der Hornattacke. Ich glaube, die hat am meisten abgezogen. Oh, jetzt hat er noch so einen Fitzel. Okay. Ein Sandan. Oh, ich weiß nicht, was da gut gegen ist. Nee, ich bleib mal noch bei Alex. Ich hoffe mal, dass ich hier mit dem Doppelkick was reißen kann. Aber der ist nur Level 15, das ist schön. Ich glaube, das wird ja auch nicht so geil sein. Nee. Dann probieren wir Tackle. Das ist alles Kacke. Okay. Das Mad-Bomb muss her.
Wohl Dennis? Er war auch Level 15, ne? Ich nehme mal Dennis. Keine Wirkung. Boah, das ist also kacke. Nun. Aber ich mach den jetzt damit noch platt. Wenn sein Sand. Oh Gott. Ach Mann. Mit deinem Kack-Sandwirbel. Wix. So, jetzt bist du aber hinüber. Okay. Ein Ratfratz. Lars. Level 15. Okay. Ruckzuckieb? Ja, der war ganz gut. Hyperzahn. Oh. War ja klar. Spetbo! Am Ende kommt eh Evoli. War das Evoli, was er hatte? Ich glaube schon. Tackle, komm. Ja, sehr schön. Evoli. Nein. Level 17. Schlafpuder. Hat keine Wirkung, kacke. Ja, Rutenschlag ist okay. Konfusion. Das hat beides ungefähr gleich wieder abgezogen. Nicht dein fucking Ernst, ey. So, nicht angreifen direkt, Madame Evoli. Evoli ist für mich weiblich. Das sieht halt sehr weiblich aus irgendwie. Ah, sehr schön. Dennis erreicht Level 16. Sehr schön. Neue Attacke? Hey, schon gut. Du hast gewonnen. 595. Soll ich dir was verraten? Ich war bei Bill und habe mir seine seltenen Pokémon zeigen lassen. Das hat mir einige Einträge in meinem Pokédex gebracht. Bill ist weltweit als Pokémaniac bekannt. Er hat das Pokémon-Lagersystem für den PC entwickelt. Du kannst dich bei ihm dafür bedanken. Naja, hau ab. Ich hau ab. Mach's mal gut. Okay, wir gehen jetzt erstmal ins Pokémon Center und lassen uns wieder heilen. Weil das war doch schon nicht ohne. Dann führen wir mal unsere Reise fort. Wir können ja anscheinend nicht mehr nach links. Deswegen hoffe ich einfach mal, dass wir dann von hier aus nach links kommen. Oh. Trainers. Das hier ist die Nuggetbrücke.
Wenn du uns 5 Trainer besiegst, erhältst du einen wertvollen Preis. Willst du dein Glück versuchen? Wenn es sein muss. Ja. Der Käfersammler möchte kämpfen. Er setzt seine Raupier ein, Level 14. Den bearbeiten wir ein bisschen mit dem Dave, würde ich sagen. Alles gut? Geht so. Ich werde es wahrscheinlich nicht rausschneiden, weil ich dann nicht dran denke. Aber meine Mutter kam gerade rein und hat gefragt, ob ich Waffeln haben will. Und dann werde ich mir auch gleich welche holen. Oh, das gibt gute Erfahrungspunkte, glaube ich. Yay! Level 13, sehr schön. Hornliu. Nö. Oh, Level 14. War andere auch, ne? Ja, ich meine schon. Bleiben wir bei... Ah, toll. Vergiftung. Nee, doch nicht. Sehr schön. Vergiftung. Nee, doch nicht. Oh, der war gut. Fadenschuss, sehr schön. Komm schon. Giftstachel, nicht vergiften, nicht töten, nicht töten, nicht töten. Yes! Sehr gut. Wow, du bist gut. Ja, ich weiß. 4 hat er gesagt, ne? Oder 5? Ich bin Nummer 2. Nun wird es ernst. Das ist ein Käfersammlerin? Ne, Göre. Göre mich kämpfen. Ein Taubsi. So, mit Dave können wir hier nicht mehr viel reißen. Ich könnte das Paras auch mal ablegen, eigentlich. Naja. Ich glaube, Elektro ist bei Flug-Pokémon ganz gut. Sieht so aus. Das war gut. Nidoran weiblich. Nein. Mir ist ein bisschen kalt. Meine Heizung ist aber an, das ist gut. Ging daneben. Tja, ja, der Doppelkick. Aber was ist denn los, Pikachu, ey? Hast du irgendwas an Augen oder was? Dennis, was ist da los? Dennis hat irgendein Problem. Dankeschön. Oh. Nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Jetzt ist er tot. Ja. Ja, wenn er auch die ganze Zeit daneben ballert, ist dann natürlich klar, dass das passiert. Bist du selbst dran schuld, Dennis? Alex ist Level 18. Wie konnte ich verlieren? Okay. Pikachu ist weg. Hier kommt Nummer 3. Ich mache dir das Leben schwer. Teenager möchte kämpfen, hat 3 Pokémon. Ein Radfratz.
Wir wechseln auf Alex wieder. Und kriegt Dave noch ein paar Erfahrungspunkte. Oh, ich muss mal hier mich gerade anders hinsetzen. So. Jetzt habt ihr bestimmt ganz viele komische Geräusche gehört.